Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin der Superfex und ich möchte mit euch das Spiel Antichamber spielen. Beziehungsweise, wenn man es jetzt mal korrekt auf Englisch aussprechen würde, würde es wahrscheinlich Antichamber ausgesprochen werden müssen. Ist das überhaupt ein richtiger Satz? Egal. Aber ich werde es Antichamber nennen, einfach weil ich das so ein bisschen eindeutsche. Lasst mich halt. Das ist meine Entscheidung. Ich mache das so. Das Spiel ist noch relativ neu. Das ist nämlich letztes Jahr im Januar rausgekommen. Genauer gesagt, am 31. Januar ist es auf Steam erschienen, laut Wikipedia. Und ich vermute mal, dass das richtig ist. Und ich habe es mir jetzt im Humble Indie Bundle 11 geholt. Da war das nämlich mit drin. Und ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich... Ups, da ist irgendwas runtergefallen. Nicht weiter schlimm. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Ahnung, was jetzt genau in dem Spiel auf mich warten wird. Ich weiß, dass es ein Puzzlespiel ist und dass es sich mit nicht-euklidischer Geometrie befasst bei vielen Rätseln. Was das genau ist, erkläre ich gleich noch, oder ich versuche es zumindest so weit zu erklären, wie ich es verstanden habe. Ich habe das schon mal ein bisschen gespielt, also bis zur ersten Sackgasse. Es ist nicht weit, es sind vielleicht 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, irgendwie sowas. Das heißt, den Anfang kenne ich schon. Hab mir dann aber gedacht, hey, eigentlich ist das ein cooles Spiel, ein Let's Play davon zu machen. Und deswegen mache ich das jetzt. Also das Spiel ist komplett blind. Und ich weiß, ich habe vor einiger Zeit mal gesagt, ja, ich möchte keine Let's Plays mehr zu Spielen machen, die ich nicht kenne. Aber ich denke mal, bei Antichamber ist das einfach... ein Spiel, davon muss man blinden Let's Play machen. Denn wenn man das schon kennt, dann kann man ja die Lösungen zu den Rätseln, kennt man dann alle schon. Und dann ist das ein bisschen dämlich, weil man dann einfach nur durchläuft und überhaupt nicht rumrätselt. Was ist mit der Musik gerade passiert? Die ist aus. Nein, wo ist sie hin? Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich mal anfangen sollte zu spielen. Wie auch immer, auf jeden Fall denke ich mal, dass es blind einfach schön ist und das ist jetzt in gewisser Weise auch für mich so ein Experiment, mal zu sehen, ob diese Art von Spiel für mich in einem blinden Let's Play Spaß macht und ob das für mich auch gut ist, weil ich habe ja vorher gesagt, okay, während Blood Omen, cooles Spiel, aber als blindes Let's Play, das macht mir nicht so viel Spaß und ich merke auch, dass das einfach nicht die gleiche Qualität hat wie das, was ich sonst immer gemacht habe. Beispiele, die ich schon kannte. Aber Antichamber ist halt ein Spiel, das komplett ohne Story auskommt. Soweit ich weiß, dass ich nur mit Rätseln beschäftigt. Deswegen schauen wir einfach mal. So, wir starten jetzt hier in diesem Raum. Haben wir ja gesehen, es gibt kein Hauptmenü oder so. Wir werden direkt ins Spiel geworfen. Und wir kriegen hier diese 2 Bilder gezeigt. Ja, every journey is a series of choices. The first is to begin the journey. Also etwa und übersetzt so viel wie, jede Reise ist eine Serie von Entscheidungen. Und die erste Entscheidung ist, die Reise überhaupt zu beginnen. Mit einem Kind, das anscheinend noch in der Mutter drin ist. Da ist es mit der Nabelschnur verbunden. Das sollte die Gebärmutter sein. Denke ich mal, ja. Wir können das jetzt wegklicken, dann geht das da oben hin. Wir können es auch wieder aufrufen. Da werden später, soweit ich weiß, hier noch mehr Symbole kommen. Wenn wir noch mehr solcher Nachrichten finden, die können wir dann hier wieder aufrufen. Ja, da ist der Exit. Kommen wir aber leider nicht hin, weil man kann es vielleicht erkennen, wenn ich so ein bisschen laufe. Da ist eine Scheibe. Das heißt, hier kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin durch eine von diesen beiden Türen. Dann können wir hier raus. Aber momentan sind wir hier gefangen. Ja, auf der Seite haben wir noch ein Menü. Da können wir jetzt so ein bisschen... theoretisch umstellen. Ich könnte jetzt die Maus-Sensitivität runtersetzen. Die lasse ich aber mal auf höher. Das gefällt mir so. Das Wichtigste ist eigentlich nur Bewegung, WASD, ganz normal. Shift können wir mit uns langsam bewegen und müssen nicht rennen. Wir können springen und uns halt umsehen und mit Sachen interagieren. Ja, das lassen wir einfach mal so, wie es ist. Das passt so. Und wir haben hier noch eine Zeit, die übrig ist. Die fängt bei einer Stunde und 30 Minuten an. Und tickt dann so langsam runter. Was eigentlich auch praktisch ist, weil ich so in-game tatsächlich sehen kann, wie lange ich schon aufnehme. Und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn der Timer abgelaufen ist. Ob dann das Spiel komplett vorbei ist, ob wir dann wieder hier in diese Kammer zurückgesetzt werden. Ich habe keine Ahnung, das werden wir herausfinden, denke ich mal. Was ich jetzt machen werde, weil ich jetzt hier schon fast 5 Minuten einfach nur rumgelabert habe und eigentlich die Zeit hier sinnlos verschwendet habe. Ich werde hier mal draufdrücken, um den Spielfortschritt zurückzusetzen. Damit wir die volle Zeit haben. So, ich drehe mich mal um. Choose your destination. Wir sollen unser Ziel auswählen. Und wir haben bisher nur eine eigentlich einzige Möglichkeit, nämlich Leap of Faith. Und ich klicke jetzt einfach mal drauf, um dahin zu reisen. Und ihr seht schon,
Die Grafik ist sehr minimalistisch. Alles weiß, ein paar Farben. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ab, also nach oben. Und man sieht schon, da geht es weiter. Hier habe ich aber noch keine Ahnung, was wir machen müssen. Dieses Auge, so ein ähnliches Auge an einer anderen Stelle, habe ich schon im Trailer zu Antichamber gesehen. Also das ist quasi das Einzige, worüber ich mich gespoilert habe. Ich habe keine Ahnung, ob es davon Let's Plays gibt oder wie viele Let's Plays es davon gibt. Ich vermute mal relativ viele, da es ja im Humble Bundle drin war. Aber es ist mir egal. Es ist wie gesagt mal ein Experiment und ich hatte richtig Lust drauf. So, das Ding sagt uns, wir sollen springen und der Ort heißt ja auch Leap of Faith. Deswegen würde ich mal sagen, springen wir einfach mal runter. Genau. Und landen hier. Das habe ich halt beim letzten Mal auch gemacht. Bin dann hier hingekommen und da haben wir so eine Tür, wo drüber steht, dass das Ende ist. Na, da kommen wir nur leider nicht hin. Da ist diese Barriere im Weg. Da konnte ich auch noch nicht weiter. Da hinten haben wir noch so ein schönes Pendel. Da sind Buchstaben. Live. L-I-F-E. Leben. Interessant. Müssen wir beim nächsten Mal auf der anderen Seite runterspringen. Ja, hier kommen wir jedenfalls nicht weiter. Deswegen springen wir mal ganz nach unten hin. Und es hört sich an wie der Ozean. Ist das nicht schön? Es sieht aus wie so ein Bullauge in einem Schiff. Aber man kann nichts damit machen. Und hier haben wir unsere erste Nachricht. Failing to succeed does not mean failing to progress. Ja, wenn man es nicht schafft, etwas zu schaffen, heißt das nicht, dass man keinen Fortschritt macht. Tja, der einzige Weg hier raus ist dann wohl dieser Gang, den wir mal folgen werden. Das ist quasi das, was ich auch in den ersten 5 Minuten gemacht habe, die ich das Spiel mal angespielt habe. Some paths are clearer than others. Einige Pfade sind offensichtlicher als andere. Tja, wir folgen einfach mal dem Pfeil und das ist auch eine Szene, die mir aus dem Trailer bekannt war, den es auf der Humble-Wandel-Seite gab. Wir haben die Wahl. Entweder wir nehmen die rote Treppe nach unten oder die blaue nach oben. Und ich würde sagen, nehmen wir einfach mal die blaue und schauen uns an, wo wir hinkommen. A choice may be as simple as going left or going right. Also eine Entscheidung kann so simpel sein, wie links oder rechts zu gehen. Tja, wir sind die blaue Treppe hochgegangen, kommen wieder hier raus. Sehr doof. Gehen wir mal die rote runter. Vielleicht ändert sich ja was. Ha, offensichtlich nicht. Ja, da ist immer noch das alte. Wir haben aber jetzt hier auch noch neues. The choice doesn't matter. The outcome is the same. Also die Entscheidung bringt nichts. Oder, ja, doesn't matter. Wie übersetze ich das jetzt vernünftig? Sagen wir einfach mal, ja, ich bleib mal bei bringt nichts. Die Entscheidung bringt einfach nichts, wenn das, was am Ende rauskommt, das gleiche ist. So, wir können jetzt hier noch ein paar Mal hoch oder runter gehen. Es wird immer wieder das Gleiche passieren. Wir werden immer wieder vor dieser Treppe rauskommen. Und das ist eigentlich noch ein relativ leichtes Rätsel. Ich meine, klar, wenn die Entscheidung keine Änderung bringt, wenn uns das nicht voranbringt, dann sollten wir die Entscheidung einfach nicht machen und gehen einfach mal zurück. Und Überraschung, hey, da wo wir gerade hergekommen sind, geht's auf einmal woanders lang. Oh Gott, ein brennendes Haus. When you return to where you have been, things aren't always as remembered. Oh, das passt sogar dazu. Tja, wenn man zurückkommt, sind die Dinge nicht immer so, wie man sie in Erinnerung hat. Das ist nicht gut. Rot, blau, schon wieder gelb. Nee, gerade eben war grün, ne? Ja, gelb. So viele Farben, wie ein Regenbogen. Yay. Ich kann nicht kriechen. Deswegen lösen wir mal diesen Laser aus. Und eine Tür öffnet sich. Cool, wenn wir den Laser aktivieren, dann wird er lila. Das ist mir doch auch gar nicht aufgefallen. Tja, und wenn wir jetzt den aktivieren, dann geht die Tür wieder zu. Und sie geht nicht wieder auf. Wir sind hier also gefangen. Tja, Escape. Some choices leave us running around a lot without really getting anywhere. Einige Entscheidungen sorgen dafür, dass wir viel umherrennen, ohne dass es uns irgendwo hinbringt. Und what the fuck? Die Tür ist weg und da steht Escape. Ja, Dann drücken wir einfach mal Escape, ne? Und damit kommen wir wieder hier zurück in diesen Raum. Und letztes Mal war da noch was anderes. Ja, wir können jetzt hier oben alles sehen, was wir... Genau das war beim letzten Mal auch hier. Das ist irgendwie gruselig. Dieses Geflüster und dann... Dieses komische Ding hier. Vor allem, das sieht so aus, als würde es dunkles Licht ausstrahlen. Es ist, als ob es Schatten ausstrahlen würde, aber
irgendwie gruselig ein bisschen. Hm. Ja, wir können hier halt einfach nochmal alles angucken, was wir schon gesehen haben. Ich glaube, das ist jetzt erstmal relativ uninteressant. 5 Minuten haben wir gebraucht. Ja, gut. Und wir können jetzt wieder die Orte bereisen, an denen wir bereits waren. Man sieht, okay, das hier hat tatsächlich in eine Sackgasse geführt. Da kamen wir nicht weiter. Da war die Treppe. Da waren wir unten an dem Meeresgrund und hier sind wir runtergefallen. Tja. Und ab jetzt ist es im Grunde blind. Ich weiß 2 Wege, die wir noch gehen können. Und zwar einer hier unten, auch wenn uns hier tatsächlich keiner angezeigt wird. Weil hier sehen wir ja, okay, da geht's noch weiter. Hier oben geht's noch weiter. Hier habe ich schon gesehen, wo es weitergeht. Und hier unten habe ich gesehen, wo es weitergeht. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Einfach, weil ich das kann. Und was mir nämlich aufgefallen ist, ja, hier sind so oben und unten schöne Leuchtstreifen. Man denkt, ja, wir gehen einfach mal hier lang. Hahaha, ha, ha, es gibt ja keinen anderen Weg. Aber vielleicht ist es euch aufgefallen. Und vor allem jetzt sieht man es. Hier geht's weiter. Ja, schwer zu sehen. Beim ersten Mal bin ich auch dran vorbeigelaufen. Aber hier kommen wir tatsächlich woanders hin. Und hier ist schon wieder so ein komisches Bullauge. Hm. Und ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwarten wird. Sieht nicht gut aus. Hey, das ist wie diese... Wow. Wow, what the... okay. Ja, das ist ein Beispiel für die nicht-euklidische Geometrie. Da wollte ich euch ja noch was zu erzählen. Krass. Krass. Komme ich jetzt wieder zurück? Ja. Oh Mann, das ist ein bisschen gruselig. Ich möchte erstmal hier weitergehen. Ja, was hat es mit der nicht-euklidischen Geometrie auf sich? Soweit ich das verstanden habe. Ihr müsst euch vielleicht einfach vorstellen, dass der Raum gezerrt ist. Oder gestreckt ist. Und halt nicht überall so ist, wie es scheint. Das heißt, das sieht man ja hier sehr gut. Hier ist nichts, ne? Aber wenn wir von der anderen Seite durchgucken, sehen wir auf einmal in einen anderen Raum rein. Das heißt, da ist der Raum gestreckt. Das heißt, da ist irgendwo was, wo wir so nicht hinkommen. Und ein Beispiel auf Wikipedia dazu war, dass, wenn wir ja normalerweise ein Dreieck haben, auf einer zweidimensionalen Oberfläche und dann von dem Dreieck alle Winkel zusammennehmen, geben diese Winkel ja zusammen 180 Grad. Das ist ja normale Mathematik. So, wenn man jetzt dieses Dreieck aber nicht über einen zweidimensionalen Raum ausspannt, sondern über einen dreidimensionalen Raum, beispielsweise über die Oberfläche einer Kugel und das Dreieck natürlich auch groß genug aufspannt und dann die Winkel misst, dann ergeben die Winkel alle zusammen nicht mehr 180 Grad. Dann wird es nämlich kleiner als 180 Grad. Das heißt, da ist der Raum gekrümmt. Das heißt, der ursprüngliche zweidimensionale Raum wurde auf einen dreidimensionalen Raum gekrümmt. Und dadurch ändern sich eben die Eigenschaften. Und genau das Gleiche haben wir jetzt hier auch, bloß eben, dass der dreidimensionale Raum sogar gekrümmt wird. Tja, also das Ganze hat sogar tatsächlich Anwendung. Einmal in der, oh Gott, Astronomie. Ich kann Astronomie und Astrologie nicht immer auseinanderhalten, aber ich glaube, Astronomie ist die Wissenschaft. Da findet das Anwendung, weil halt im Weltraum der Raum durch Gravitation gekrümmt wird. Und in der theoretischen Physik findet das Anwendung. Also beides Gebiete, bei denen ich mich nicht besonders auskenne. Vor allem mit der Physik stehe ich eigentlich eher auf Kriegsfuß. Also ich respektiere die... Ah, schaut mal. Da sind wir. Interessant. Also ich respektiere die Physik, aber ich selbst kann mit der nicht so viel anfangen. Ich bleibe lieber bei der Informatik, das ist mehr mein Gebiet. Venturing into the unknown can lead to great rewards. Also ins Unbekannte zu reisen kann eine große Belohnung bringen. Schon wieder so eine blöde Treppe. Gehen wir erstmal runter, mal schauen. Oh nein. Ich will nicht schon wieder hier hin. Komme ich wieder zurück? Bitte, bitte, bitte. Das war ja so klar, dass ich nicht wieder an den gleichen Ort zurückkomme. Nein, ich will nicht. Oh, hallo. Na? Kommst du jetzt hier hoch oder so? Ich hab dich gehört. Wo bist du? Interessant. Hm. Ich fürchte fast, dass wir hier nicht weiterkommen momentan. Ah, na gut.
Ich schaue nochmal, ob wir hier jetzt irgendwas erreichen, ob wir hier noch irgendwo anders hinkommen, wenn wir hier weitergehen. Ich könnte natürlich auch sofort Escape drücken, aber das interessiert mich gerade, ob das jetzt was anderes bringt. Aber offensichtlich nicht. Na gut, dann drücke ich mal Escape, damit wir wieder zurückkommen. Und man sieht schon, hey, hier kommen wir irgendwo woanders raus. Das ist ein geheimer Pfad, den wir entdeckt haben. Das ist schön. So, wir waren... There is no way in. Tja. Logic 101. Ja, wir gehen erstmal wieder hierhin zurück. Denn ich möchte natürlich da rein und das Ding haben, was da ist. So, wir gucken uns das einmal genau an und... Hey, wir sind hier. Cool. Try hard enough and you will get to where you want to be. Ja, versuche es, wie übersetze ich das hart jetzt? Du musst es einfach nur stark genug wollen und versuchen, um das... Dann schaffst du auch das, was du schaffen willst. So, nach Freischnauze übersetzt. Gut, wir nehmen uns das und das wirkt jetzt so ein bisschen wie die Portal Gun. Ich habe aber im Trailer schon gesehen, was das macht. Oder was es machen sollte. Ja, ich kann damit Blöcke entfernen und wieder setzen. Und die nehmen uns jetzt mal mit. Was passiert, wenn ich den ausschalte? Dann können wir das öffnen. Da ist auch schon ein Hinweis. Okay, da wegnehmen und da... Ah, ich verstehe. Wir müssen den Laser blockieren. Dann können wir den Block da hinsetzen und können durchgehen. Das ist schön. Dann nehmen wir ihn mal wieder mit. Schneiden wir uns zwar den Rückweg ab, aber dann können wir das wenigstens machen. Oder auch nicht. So, das hat jetzt bestimmt wieder irgendwas mit der nicht-euklidischen Geometrie zu tun. Ich könnte auch einfach den Block hinsetzen und dann hier durchgehen. Das funktioniert natürlich auch. Some doors will close unless we hold them open. Ja, einige Türen werden sich verschließen, außer wir halten sie offen. Passend dazu natürlich das Bild von dem Opa, der den Fahrstuhl offen hält mit seinem Stock. Gehst nicht zufällig zu, oder? Hey, das kann ich doch mitnehmen, oder? Von der anderen Seite vielleicht. Jawohl. Ah, okay. Wunderbar, dann ist das wie so ein Schlüssel. Hier können wir hoch, den möchte ich aber auch mitnehmen. Schauen wir mal, wo wir jetzt noch hinkommen können. Ja, der hat nur seine Unterhose an. It's harder to progress if you're leaving things behind. Ja, es ist schwerer voranzukommen, wenn man Sachen hinter sich lässt, also die nicht mitnimmt. Wie zum Beispiel den Block, den ich jetzt einfach mal mitnehme. Ja, damit können wir die Türen aufmachen, aber... Wie schaffen wir das, da durchzukommen? Ich meine, wenn ich den da rein tue, dann... Klar. Moment, ich will mal versuchen, ob ich den anderen Block irgendwie mitnehmen kann. Ein Versuch ist es ja wert, aber ich vermute... Ah, klar, natürlich. Ich kann den Block doch dahin platzieren und dann kann ich den Block rausnehmen. Die Tür schließt sich nicht. Klar. Wunderbar. Gut, ich kann... Ah, ich kann noch unten... Jetzt sehe ich das gerade erst, dass da unten rechts in dem Gerät ist... Also in dem Gerät, was ich dabei habe, die beiden Blöcke rumfliegen. Cool. Dann nehmen wir die doch einfach mal mit. Aber ich habe keine Ahnung, was mir das... Ach doch, klar, natürlich. Ich mache den da rein. Kann dann die Tür offen halten. Kann dann die offen halten und mach beide auf. Ha! Und den nehmen wir wieder mit. Weil man weiß ja nie, wann man den gebrauchen kann. Tja, hat das Flirten wohl nicht so geklappt. There are multiple ways to approach a situation. Ja, es gibt mehrere Wege, eine Situation anzugehen. Wir könnten jetzt hier was reinsetzen. Okay. Scheint also, wir brauchen drei Blöcke, um das hier aufzukriegen. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Wir können das auch machen? Was hat hier hinten nichts bewirkt, ne? Nein. Nee. Dann schauen wir uns mal an. Das kann ich nicht zufällig mitnehmen. Nee, dann geht das hier ja runter. Okay. Und das macht das wahrscheinlich wieder zu, ne? Ja, klar. Und wir kriegen es nicht wieder offen. Ich will es mitnehmen. Oh, oh.
cool. Tiefer, tiefer, ich will runter. Na? Vielleicht brauche ich mehr Blöcke. Dann kann ich das blockieren. Dann kann ich hier runterspringen, einen Block hinmachen und dann nochmal springen. Hm. Na, da oben sind auch noch Dinger, die ich da reinmachen kann. Oh, ich sehe schon, ich werde wahrscheinlich viel Zeit mit diesem Spiel verbringen können. Passiert irgendwas? Nein. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn ich den Laser berühre. Ein Aufzug. Hm. Der Pinsel ist stärker als der Hammer? Nee, das ist ein Handwerker und ein Maler. A path may not be right or wrong. It may just be different. Ah, ein Pfad kann nicht... Oder ist eventuell nicht falsch oder richtig, sondern einfach nur anders. Hm. Don't look down. Ah, die Stelle kenne ich aus dem Trailer. Ein großes Auge. Ja, das meinte ich mit... Daher kenne ich das Auge schon. Oh Gott. Wie so ein Drogentrip. Ah. Too much curiosity can get the best of us. Ja, das stimmt wohl. Wie war das? Curiosity killed the cat? Na, zu viel Neugier kann schlecht sein. Dumm-di-dumm, aber ich bin neugierig. Ich gehe einfach mal weiter. Moment, hier waren wir doch gerade schon, oder? Aber hier war noch ein anderes Bild. When you hit rock bottom, the only way is up. Was mich aber gerade ein bisschen wundert, wir sind so weit runtergefallen und dann nur so ein kleines Stück jetzt wieder hochgefahren. Hm. Das ist in der Tat interessant. So, don't look down. Wow, der ganze Raum löst sich auf tatsächlich. Krass. Hey, cool, ich kann wieder zurück. Signs may be helping you more than you realize. Und Zeichen können uns mehr helfen, als wir glauben. Das ist auch wieder so ein Beispiel für nicht-euklidische Geometrie. Wir kommen von hier. Ne? Dieser Gang ist eigentlich hier. Wenn wir jetzt hier um diese Ecke gehen würden, müssten wir eigentlich wieder in diesen Raum raus, in diesem Gang rauskommen. Aber wir kommen ganz woanders hin. Und das ist auch das Kranke an diesem Spiel. So viele blaue Blöcke. Die will ich alle mitnehmen. Alles meins, alles meins. Sehr schön. Hm. Some hurdles are too high to jump over. Ja, einige Sachen sind zu hoch, um darüber springen zu können. Aber nicht, wenn wir so eine coole Blockkanone haben. Yay. Nein, nein, nein! Ja, das denke ich mir auch. WTF. Ich wollte doch da weitergehen. Nein. Hm. Schaufelt er sein... Nee, ich wollte gerade sagen, der schaufelt sein eigenes Grab. Aber das ist eine Schatztruhe. Dig a little deeper and you may find something new. Hm. Ich nehme erstmal WTF. Wow, what? Oh oh. Das ist wirklich WTF. Oh, das ist das Pendulum, das wir von der anderen Seite gesehen haben. Das zeigt tatsächlich wieder live. Ah. What appears impossible may have a very simple answer. Okay, da ist der Hase. Das da drüben war der Zauberer, ne? Ja. How we perceive a problem can change every time we see it. Okay. Ich will nicht zu dem Auge. Also die Tür geht runter, wenn ich da hingucke. Was ist, wenn ich einfach das Auge angucke und rückwärts da lang gehe? Ha! Geht doch. A few steps backwards may keep you moving forwards. Ja, ein paar Schritte rückwärts können dafür sorgen, dass du vorwärts kommst. Meiner Bärenattacke durchaus zu empfehlen. Oh. Moment, das ist der Raum, aus dem wir gerade kommen, ne? Das Grüne, oder? Nein, das ist ein anderer Raum. Wir haben also drei Möglichkeiten hier. Oh Gott. Hm. The world looks different on the other side. Ja, die Welt sieht anders auf der anderen Seite aus. Das ist uns ja schon bewusst. Das haben wir ja schon herausgefunden, durchaus. Ah. Wo sind meine ganzen Blöcke hin? Ich wollte gerade Blöcke platzieren, aber die sind ja alle weg.
Och nö. Ah, ich kann die grünen hier mitnehmen. Jetzt habe ich auf einmal wieder Blöcke. Ich könnte die einfach nur nicht platzieren. Komisch. Ach so, nee, die grünen Blöcke verwandeln sich in die blauen Blöcke. Na gut. Ich nehme sie trotzdem einfach mal alle mit. Wer weiß, wo wir sie gebrauchen können. Noch mal da und da hin rein. Das bringt irgendwie nichts. Ich habe keine... Ah, warte mal. Vielleicht muss ich einfach hier was reintun. Und da noch? Vielleicht hier noch? Das bringt irgendwie nicht so wirklich was. Also das hier ist ja offensichtlich das Gegenstück zu dem anderen. Und ich habe jetzt die Felder hier in der Mitte gefüllt. Ich muss aber die da drüber und da drunter irgendwie füllen. Aber wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier können wir später nochmal hin. Ich schaue mir erstmal an, was wir hier noch so haben. Komische Blasen. Ah, da geht die Tür auf. Und ich wette, wenn ich hier durchgehe, dann geht die Tür wieder zu. Aber das lässt sich, glaube ich, leicht lösen. Ich muss hier einfach ein paar Blöcke platzieren. Damit blockiere ich ja die Laser. Lalalala. Ich habe keine Blöcke mehr. Hatte ich nicht mehr? Kann ich ein kleineres Tor machen? Warte mal. Wo kann ich denn noch drunter? Da komme ich drunter. Da nicht mehr. Das heißt, auf der Höhe muss ich einmal deinen Block platzieren. So. Da auch. Dann natürlich auf beiden Seiten irgendwie. Aber ich habe trotzdem nicht genug Blöcke. Dann habe ich zwar die Seitendinger blockiert, aber von oben kommen ja immer noch Laser. Ja, war klar. Dann geht die Tür zu. Aber jetzt kann ich von hier aus doch bestimmt da einen Block hin machen. Dann geht die Tür aber nicht mehr auf. Nein. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Meine ganzen Blöcke sind schon wieder weg. Wo sind die alle hin? Wo verschwinden die denn alle hin? Ich habe das nicht mal bemerkt. Ah, wenn ich in dieses Gel reingehe, gehen die weg. Ja gut, dann komme ich hier definitiv nicht mehr weiter. Und ich denke mal, auf der anderen Seite werde ich auch nicht weiterkommen. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht hier in den blauen Raum... Nein, ich wollte nicht in den roten Raum. Ich wollte in den blauen Raum. Mal schauen, ob ich hier noch weiterkomme. Aber ich glaube, ich habe erstmal genug gespielt für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich hier weitermache bei Antichamber. Bis dahin, macht's gut!